da hinten. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Da seht ihr das sogenannte Pannekoekeschip oder Pannekoekeschip. Jetzt natürlich auch geschlossen, aber das ist ein Pfannkuchenschiff. Dieser alte Segler dort, ein Restaurant und Café, und dort kann man super leckere Pfannkuchen essen. Hier seht ihr nochmal das Pannekoekeschip, das Pfannkuchenschiff. So, wir sind jetzt in der City angekommen und jetzt gehen wir mal schnell zur Böttcher Straße, die wollte ich euch auch zeigen. Wir müssen hier durch eine kleine Unterführung. So, das ist jetzt der Eingang zur Böttcher Straße. Hier ganz oben seht ihr ein Glockenspiel. Die Glocken sind aus originalen Meißner Porzellan. Und dreimal am Tag, glaube ich, spielen die zu bestimmten Stunden. Schon sind wir am Bremer Marktplatz der Guten Stube. Da findet zurzeit eine kleine Demonstration statt. Ich weiß nicht, für oder gegen wen diese Demonstration sich richtet. Werde ich gleich mal herausfinden. Auf jeden Fall, das ist ein wunderschöner Platz hier. Hier seht ihr die Bürgerschaft, das Landesparlament Bremens, den St. Petri-Dom und das Rathaus. Und hier haben wir die Handelskammer. Wunderschön. Ja.
über dem Portal der Handelskammer könnt ihr lesen: Buten und Binnen, Wagen und Winnen. Also draußen und drinnen, Wagen und Gewinnen. Das ist der Leitspruch, der Wahlspruch, der Slogan der bremischen Kaufleute, die in die ganze Welt hinausgefahren sind. So, ein kurzer Abstecher zu den Bremer Stadtmusikanten. Das muss ja sein. Hier unten, das ist der Eingang zum Ratskeller. Da könnt ihr lecker essen. Tolles Restaurant. Und das ist der Bremer Roland. Möchte ich euch noch eine Geschichte erzählen vom Bremer Spuckstein. Und zwar der Bremer Spuckstein, der ist hier im Pflaster eingelassen und da gehen viele Touristen oder auch Bremer einfach so dran vorbei und wissen es gar nicht. Das ist eigentlich eine eher ekelhafte Geschichte. Ihr seht hier diesen Spuckstein, auf den auch schon einige Leute gespuckt haben. Ja, ein bisschen eklig ist das. Und dieser Spuckstein, dieser Bremer Spuckstein, der hat allerdings eine gewisse Bewandtnis auf sich. Und zwar stand an dieser Stelle die Guillotine. Und wir sind hier auf dem Domshof, das ist ein großer Platz. Jetzt umgeben von Bankgebäuden. Hier ist die Bremer Bank, Commerzbank. Hier die Bremer Landesbank, da hinten ist die Deutsche Bank, hier ist das Rathaus und hier haben wir den St. Petri-Dom. Und dieser große Platz, Domshof, das war der Platz, wo früher die Hinrichtungen stattgefunden haben. Und hier stand die Guillotine und hier ist die letzte Delinquentin in Bremen hingerichtet worden mit der Guillotine, mit dem Fallbeil. Und zwar, das war Gesche Gottfried. Und Gesche Gottfried war eine angebliche Giftmischerin und die hat diverse Männer vergiftet. Ich glaube teilweise auch ihre Ehemänner.
Und aufgrund dieser mehrfachen Morde ist sie verurteilt worden zum Tode und ist hier hingerichtet worden. An dieser Stelle. Und jeder ordentliche Bremer, der spuckt hier drauf. Weil das waren so verabscheuungswürdige Taten, die diese Gesche Gottfried getan hat. Ja, das ist die Geschichte zum Bremer Spuckstein. Wunderbittet mich. Hier seht ihr ein Modell von der Bremer Innenstadt, ganz schön gemacht. So, und zum Schluss gehen wir jetzt nochmal schnell ins Schnorrviertel. Das ist auch sehr bekannt hier in Bremen. Das heißt Schnorrviertel, weil ihr werdet das gleich sehen, das sind alles ganz kleine Häuser. Die sind wie an einer Perlenkette aneinander geschnürt, aufgereiht. Und Schnorr ist das norddeutsche Wort im hiesigen Dialekt für Schnur. Also diese Häuser sind wie an einer Schnur aneinandergereiht und dort findet man auch Cafés und gute Restaurants, natürlich jetzt auch alles geschlossen, aber es ist wirklich sehr malerisch und sehr schön.
hoffe, euch hat dieser kleine Stadtrundgang durch Bremen gefallen. Das war jetzt nur ein kleiner Teil, den ihr gesehen habt. Hat sich doch ein bisschen anders entwickelt. Ich habe euch jetzt mitgenommen von der Überseestadt entlang der Weser, am Europahafen vorbei, Schlachte, am Becksufer vorbei, über den Teerhof, wieder zur Schlachte, Böttcherstraße, Marktplatz und jetzt hier übers Schnoor. Also wir haben eine ganz schöne Runde gemacht und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und demnächst melde ich mich dann aus Tansania. Seid schon gespannt auf die Bilder. Das wird wirklich super, super spannend und interessant. Wie gesagt, ich werde versuchen, sehr, sehr häufig zu posten. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und denkt immer dran an meinen und an auch vielleicht an euren Spruch, an euer Motto: Enjoy your life in full trains. Enjoy your life in full trains. Bis dann. Ciao. Übrigens, das ist Heini Holtenbehn. Auch ein Bremer Original. Holtenbehn, weil er immer ein bisschen gehumpelt ist, weil er ein Holzbein hat. Heini Holtenbehn. Tschüss. Mit frischem Salat, wirklich sehr, sehr willkommen. Klein Brot dazu, Schafskäse dabei. Und hier haben wir halt ein Avocado-Wrap mit, ich meine, da ist noch so Hühnchenfleisch halt drin. Aber das werden wir dann nochmal testen und gucken. Was hast du, Lilibert? Super. Das ist ein sogenanntes Backhuhn mit Coleslaw. Also, ja, das ist Rettichsalat. Potato Wedges. Sehr schön. Hinten steht natürlich noch mein leckerer Nachtisch. Den teile ich mir gleich mit Andy bei einer leckeren Tasse Kaffee. Und das ist Gentleman's Delight. Das ist eine Mousse mit Kirschen und Kiwi. Und wie heißen nochmal diese gelben kleinen Früchte? Das ist eine sehr gute Frage. Genau. Die haben ja so viele Vitamine. Genau, das kann uns Martina wahrscheinlich beantworten. Okay, gut. So, ja, wo befinden wir uns hier eigentlich, Andy? Hier ist der berühmte Langenauer Hof. Wirklich, bis auf das Wetter, aber wirklich sehr traumhaft gelegen. Wir gucken auf den Kreuzfahrtschiff, sehen diverse Kräne. Wo liegt denn das Kreuzfahrtschiff? Das Kreuzfahrtschiff. Da hinten? Ah, der, genau, da ganz hinten. Am Farm vorbei. Wow. Ist schön. Super. Ja. So sieht unser gemeinsamer Business aus. Tschüss. Leg einfach auf. Grün. Vorher arbeiten. Frische Bohne. Ladies and Gentlemen. Gentlemen. Genau. Gentlemen. Coffee time in the van. Leckeres Likörchen. Das ist Holunderlikör von Tante Jachta. Ich glaube ja mehr, das ist Altöl. Nein. Wir wollen es mal gleich probieren. Das ist Holunderlikör von Tante Gerta. Prost. Prost. Cheerio. Riecht aber schokoladig. Ah, lecker. Was lecker!